Ja, Freunde, danach, das hat auch gar nicht mal lang so allzu lange gedauert, dass wir die Quests jetzt auch alle fertig haben. Das heißt, wir können jetzt einmal eine schöne Runde abgeben gehen, auch einmal ab in die Stadt, dann einmal auch da die Quest abgeben, zu unserem Hexenmeisterlehrer gehen und dementsprechend auch dann ratzfatz weitermachen. Wir haben auf jeden Fall auch noch das eine oder andere Item gefunden. Das kann ich euch hier einmal zeigen. Unsere Taschen sind auf jeden Fall relativ gut gefüllt. Da müssen wir natürlich dementsprechend auch weitermachen. Na, so, nicht mehr allzu viel und da sollte dann auch schon statt eine 15 eine 16 stehen. Heißt, wir gucken mal. Wir gucken mal. Na, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt gehabt, dass ich irgendwie mega Bock drauf habe zu leveln und ich weiß selber auch nicht mal selber, warum das bei mir so der Fall ist. Da sind wir jetzt auch schon Level 16, das heißt, wir können auf jeden Fall Seelenentzug vollenden, dass das dementsprechend besser ist, mehr, also dass das insgesamt 18% effektiver ist, je weiter wir da natürlich an Dots drauf haben. Ja, was nehmen wir denn als nächstes? Da muss ich dann mal natürlich dann mal gucken, wie das dann da abgeht. Hier haben wir auf jeden Fall eine Quest. 1000 Winter beginnt bald. Dann nehmen wir die hier einmal an. So, zapp. Hier haben wir jetzt die nächste Defias-Quest. Die machen wir natürlich später. Erstmal wollen wir natürlich erstmal nach oben watscheln. Dann machen wir unseren Ruhestein. Gehen dann einmal zum Lehrer. Geben dann oder gehen einmal unsere Quest ab. Gehen dann zum Lehrer und dann können wir mal gucken, wie es weiterläuft. Ja, natürlich auktionieren wollen wir natürlich auch. Wir wollen natürlich auch wieder ein bisschen Kohle rankriegen. Ja. So, biete Boost für Heal-Schamane im Tus an. Im Tausch gegen Gold. Ah ja. Nee, ist klar. Was sagt denn die Wildornrose? Die ist doch safe noch rot. Natürlich ist die rot. So, wo ist denn hier der gute Bruder? Dann gib mir doch mal. Machen wir das einmal so. Ah, der ist das Immun. Ja, dann mega. So, zapp. Dann müssen wir den leider einmal umprügeln, auch wenn er mit Rad auf den Keks geht. Aber hey, was willst du machen? So. Ach ja. Es laggt. Es laggt. Na, 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 na. Es laggt. Es laggt. So 49 sind wir schon in Dings. Hier sind wir bei 51. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall weiter skillen. Hier gehen wir natürlich auch einmal ab. Zap. Da brauchen wir die Brust nicht. Das heißt, wir nehmen einmal die Beine mit. Wenn das Spiel jetzt uns noch lassen würde, wir holen uns das Kraut, machen Ruhestein. Und der restliche Plan ist ja bereits bekannt. So, zap. Wir nehmen auch noch das Kraut mit. Gib mal her, das gute Zeug, du. Ah, so. Wie gesagt, sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen nach was aus, was wir da jetzt in der Tasche haben. Da ist eine Friedensblume. Da jetzt hinterher zu rennen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Wir haben hier einmal NPC weg, weg, weg. Ah, Okraschote brauchen wir nicht. Weg, weg, weg. Weg, weg. Ist seelengebunden, weg. Schote weg. So, einfach alles weg damit. Weg, 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 weg. Seelengebunden weg. So, zap. Und so gesehen, alles, was jetzt noch hier übrig ist, kann mehr oder weniger ins Aktionshaus hopfen. Da muss ich tatsächlich einmal nachgucken, weil ich glaube, hier unten brauchten wir ne Fläschchen Öl. Das heißt, das kann dementsprechend auch weg. Also, tschüss. So, dann machen wir einmal. Hier öffnen wir auch einmal alles, holen uns das einmal alles raus, gehen dann einmal hier hin, dann watschen wir einmal hier hin, dann machen wir einmal eine Runde und gehen dann ins Aktionshaus. Na, so. Ich gehe mal von aus, das hört sich doch nach mal nach einem Plan an. Na? Weil wir haben jetzt natürlich auch den Kompass geholt, das wisst ihr ja. Heißt, wir wollen natürlich hier ein bisschen Party machen, wenn man überlegt, die Rakete, ne? Kosteten Gold, ey. Holy Macaroni, ey. Und das siehst du ja auch nur noch ATT Außenbereich, östliche Königreiche, Wald von Elven Quest, Lieferung nach Sturmwind. Das heißt,
Man kriegt die nur über diese Quest, das Item. Ja. Und ich glaube, die kannst du auch erst mit Level 5 oder so machen oder höher. Das heißt, da musst du erstmal echt Zeit im Rein investieren, dass du das dann kriegst. Und ich weiß ja nicht, so zapp. Das ist dementsprechend auch abgeschlossen. Was haben wir hier? Das ist holt das Gnoa Todesminen-Quest. Da sind auch noch mal ein paar Todesminen-Quests. Das ist spendet Wolle. Das brauchen wir derzeit noch nicht. Hier hüpft auf jeden Fall ein Paladin rum. Grüß dich, mein Freund. So. Dann schauen wir mal an. Ja, aber auch hier natürlich die Sache. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gut. Mehr oder weniger ins Wochenende, in die Woche oder ähnliches gestartet, dass ihr hier auf jeden Fall schön, gemütlich, irgendwie abends oder ähnliches dabei zugucken könnt, was für eine Scheiße ich hier fabriziere, ne? Ja. Außer die Füße, die darf ich natürlich nicht verkaufen. Das wäre natürlich maximal doof gelaufen für mich dann. Aber das sollten wir hinkriegen. So. Und da ja der Cutter Pre-Patch, Pre-Patch sei schon, ja, da ja die Cutter Closed Beta derzeit läuft und ich natürlich auch irgendwie insgeheim darauf hoffe, dass ich da natürlich auch mal Zugang kriege, wäre das natürlich auch ganz cool, weil ich hatte so Beta-Zugänge hatte ich glaube ich nur einmal, seitdem ich WoW spiele und das müsste glaube ich die BFA Beta gewesen sein und das war auch, ja, die habe ich glaube ich auch erst dann bekommen, wo so gesehen, glaube 3 oder 4 Tage vor Release, also war echt nicht cool. Dementsprechend ja. Und ich habe mich schon wieder totally verirrt. Ich habe kein, ach, ich weiß jetzt wieder wohin. Ich muss ja hier das Magierviertel. Ich troll und ich renne hier die ganze Zeit rum wie Manneken doof und überlege, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss eigentlich auch nochmal hier hin, weil da natürlich auch noch was ist hier mit Erste Hilfe, ne? Ja. Ja. Ach ja, ach ja. Classic, Erste Hilfe. Ja, ja. Wottelka. Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen was hier zu tun. So. Oh, bin ich froh, wenn wir endlich unser Mount haben. Dann können wir endlich mal eins unserer coolen Mounts dann hier nutzen. Ah, da freue ich mich persönlich schon drauf wie ein kleines Kind. Ah, endlich mal so ein schönes, tüftes Mount hier nutzen. Ah, natürlich nicht so ein Klappstuhl-Mount. Ah, irgendwie, keine Ahnung. So ein Teja. Oder so ein Schreuter. Nee. Alex sehen zwar cool aus, aber reiten und so, boah, nee, ich weiß ja nicht. So, was hast denn du für mich hier? So, zapp, unendlicher Wasser atmen. Das ist gut. Blutsauger ist gut, Verderbnis und Aderlass. Das ist auch alles Töfte. So, das heißt, wir haben einmal Blutsauger. Das packen wir doch mal einfach mal hier hin, so zapp. Dann haben wir Verderbnis, Rang 2. So, Aderlass, Rang 2. Schattenblitz, Rang 3 ist drinne. Feuerbrand, Rang 2 haben wir auch drinne. Was haben wir denn hier? Unendlicher Wasser atmen. So, zapp. Haben wir auch. So, ansonsten ist hier eigentlich nichts, ne? Also hier so mit Pets. Train oder so war hier nichts. Ne? Wir können ja hier nochmal gucken. Seelenstein ist ab 18. Dämonenrüstung kriegen wir mit 20. So, Fluch der Pein kriegen wir auch mit 18. Mit 22 den nächsten Blutsauger. Sengen der Schmerz kriegen wir mit 18. Alles klar. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier relativ zügig wieder die nächsten Steps machen können. Wir haben nur Flammschlund als Dungeon offen. Das bedeutet für uns, dass wir in der nächsten Folge dann einmal Dungeons laufen gehen werden oder zumindest eine Dungeon angehen werden. Ob wir dann spezifisch
nur Dungeons machen werden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, wie es dann laufen wird. Jetzt laufen wir natürlich aber einmal erstmal wieder zurück und holen und verdienen wieder ein bisschen Moneten. Moneten. X-beliebiges Meme einfügen. Ja. Dann gucken wir mal, ob hier alles echt so läuft. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht. Gold muss ich natürlich eigentlich auch noch rüberschicken. Da könnt ihr mich aber gerne mal dran erinnern, wenn ich das jetzt nicht vergesse. Dementsprechend 1K Gold müssen wir auch noch rüberschicken. Beziehungsweise sagen wir mal 900, weil die Füße haben so materialtechnisch ungefähr 30 Gold gekostet. Das wird das dann auf jeden Fall schon mal runterrechnen. Joa. Na, dann gucken wir doch mal. Dum, bum, bum. Bum, bum, bum. Hier haben wir einmal eine Knarre. Ein Gold. Dankeschön. Beine. Keine Ahnung. Sagen wir mal 5 Gold. Tschüss. Brust. Tschüss. Und tschüss. Zap. Einfach weg mit den Viecher. Hauptsache weg. 1A1. Oh, hier. Tschüss. Das sind halt wieder so Menschen, die sollte man am besten gleich schlagen. So, zapp und zapp und zapp. Alles ins Aktionshaus, alles ins Aktionshaus, alles ins Aktionshaus. So, zapp und zapp. Und zapp. Ah, hier haben wir eine Tasche, die ist seelengebunden. Okay, das heißt, die können wir nicht verkaufen. So, zapp. Da haben wir natürlich auch schon direkt wieder was rausgekauft. Das ist nämlich hier einmal das Kupfererz. So, zapp. Das wollen wir natürlich am besten behalten. Oder wir verkaufen es und versuchen daraus natürlich wieder Gewinn zu ziehen. Ne? So, aber wir belassen das jetzt einfach mal dabei. Wir haben auf jeden Fall wieder was geschafft. Na, ist natürlich mal wieder nur eine, in Anführungszeichen, kurze Folge. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr wieder bis hierhin ausgehalten habt. Ich wünsche euch was. Wir hören und sehen uns. Macht es gut und ciao, ciao.